So. Hallo, hallo. Hallo. Und weiter geht's im Webinarreigen. Guck doch, wir sind jetzt mittlerweile am Mittelmeer angekommen. Dafür begrüße ich die Frau Frank von den Iberostar Hotels und unsere AV Mena, die Claudia Hansedinho. Und die beiden nehmen Sie auf eine Reise mit ans Mittelmeer, stellen Hotels und vor allen Dingen auch Ressorts vor. Und reden sicherlich auch über das ein oder andere Insider-Informationchen, was wir da noch halt irgendwie bisher nicht gehört haben. In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß und übergebe das Wort an die Frau Frank. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Ich hab zu danken für die nette Begrüßung, für den netten Empfang. Ja, mein Name ist Katrin Frank von den Iberostar Hotels und ich bin zuständig im Team Deutschland mit meinen Kollegen der Britta Grigoleit und der Angela Diester. Und wir haben schon seit Jahren ja die hervorragende Zusammenarbeit mit Servicereisen Gießen. Und da freue ich mich natürlich an der Stelle ganz besonders, heute mit dabei sein zu dürfen. Ja, von mir auch herzlich willkommen an alle und ja, jederzeit gerne im Chat dann Fragen stellen, wenn irgendwas ist. Zum Ende werden wir die dann beantworten. Super. Vielen, vielen Dank. Dann beginne ich gleich mal den Bildschirm zu teilen und an der Stelle mit der Präsentation. Wunderbar. Ich darf ein kurzes Feedback einhören. Es ist alles sichtbar von der Ja, alles gut. Präsentation. Wunderbar. Dann schalte ich mich auch derweil mal ganz kurz vielleicht mit der Kamera fort, dass man sich da ein bisschen auf die Präsentation konzentrieren kann. Super. Ja, auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite bei den Iberostar Hotels und Resorts. Wir sind ja ein spanisches Familienunternehmen und sehr, sehr weit aufgestellt in natürlich den spanischsprachigen Destinationen weltweit. Und das Thema ist ja heute mediterran, also das Mittelmeer. Und an der Stelle möchte ich jetzt auch gleich starten mit meiner Präsentation. Und zwar das Thema, was uns natürlich sehr, sehr am Herzen liegt, das ist unser How We Care. How We Care sind praktisch unsere hohen Qualitätsansprüche, was die Gastronomie betrifft, was die Qualitätsansprüche angeht. Wir haben hier seitens Iberostar mehr als 300 Maßnahmen geschaffen, auch speziell natürlich auf die aktuelle Situation hin, in der wir uns ja momentan noch befinden. Das heißt, in Zusammenarbeit mit einem medizinischen Beirat haben wir hier sehr, sehr strengste Hygieneprotokolle geschaffen, die auf das Thema, was wir aktuell noch haben, natürlich insbesondere eingehen. Ich habe das hier nochmal zusammengestellt. Da ist es uns ganz, ganz wichtig an der Stelle die sichere Umgebung. Damit meinen wir natürlich die sichere Umgebung, was den Kunden erwartet, wenn er bei uns im Hotel eincheckt. Wir haben hier sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, unser Personal noch aufwendiger der aktuellen Situation anzupassen und auch zu investieren und zu schulen. Sprich die sichere Umgebung in unseren Hotelanlagen, auch was nochmal das Thema Gastronomie angeht, sehr, sehr viel Wert zu legen auf die regionalen und hochwertigen Produkte in unseren Restaurants, unseren Buffet-Restaurants und auch à la carte. Hygienestandards ganz, ganz klar zu dem Thema. Wir wissen es mittlerweile alle. Auch wir haben natürlich investiert in unseren Hotelanlagen, um da entsprechend der Situation angepasst gerecht zu werden. Und auch Social Distancing, das haben wir auch mittlerweile gelernt, in den letzten Monaten intensiv mit umzugehen. Wir haben hier die maximale Auslastung in unseren Hotelanlagen reduziert. Sprich, wir haben auch hier die Abstände, was die Region um die Restaurants betrifft, also das heißt die Tische, wie sie aneinandergereiht sind und natürlich auch in den Poolbereichen uns der aktuellen Situation angepasst und wie gesagt die maximale Belegung in unseren Hotelanlagen weltweit reduziert. Das nächste Thema ist noch Smart Innovation, was ich ganz, ganz spannend und interessant finde. Wir haben seitens Iberostar eine Iberostar-App. Und mit dieser App hat man die Möglichkeit, schon im Vorfeld ja, bestimmte Informationen sich zu holen. Sprich in der Hotelanlage, welche Aktivitäten finden statt. Und natürlich in der jetzigen Situation, man kann einsehen, wann haben die Restaurants geöffnet. Sei es Themenrestaurant, à la carte, Buffet. Wie ist das Angebot? Wie kann ich schon vorab meinen Tisch reservieren?
und natürlich auch solche besonderen Angebote wie Wellness Spa. Hier kann man natürlich da auch entsprechend näher drauf eingehen. Und die QR-Codes, die wir in unseren Hotels hinterlegt haben, im Rezeptionsbereich, Eingangsbereich und natürlich dann auch im Restaurant, um sozusagen hier das Single-Touch-Konzept einzuhalten und dem Thema dann aktuell noch gerecht zu werden. Auch ganz, ganz wichtig, wir bieten seitens Iberostar was Einzigartiges, und zwar ist das unser Iberostar Travel at Ease. Das ist unser Sorglos-Paket für kostenlose Assistenz. Gesetzt den Fall, das heißt den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand, also der Kunde selbst, ein Familienmitglied, Anzeichen, Symptome von Covid aufweist, ist der Kunde hier seitens Iberostar komplett abgedeckt. Das heißt, wir haben eine kostenlose Assistenz 24/7 inklusive einer Chatfunktion. Auch hier arbeiten wir wieder mit unserem medizinischen Beirat zusammen. Eine Reihe von ergänzenden Leistungen, also das heißt, der Arzt kommt direkt ins Hotel. Es gibt kostenlose PCR-Tests und sollte ja dieser unwahrscheinliche Fall aufgetreten sein, bleibt der Kunde selbstverständlich bei uns in der Hotelanlage. Hierfür haben wir besondere Bereiche, die vorgesehen sind. Wir kümmern uns auch um die Familie mit Kindern. Also hier an der Stelle würde es sogar ein separates Zimmer geben. Die Kinder würden versorgt werden mit unseren Spielsachen und unseren Einrichtungen aus dem Starcamp für die Kinder. Also das heißt, der Kunde ist hier rundum abgesichert und das Ganze ist verlängert worden bis zum 30.09. Bei Iberostar Hotels, wie gesagt, sobald Iberostar gebucht wird, ist dieser Versicherungsschutz automatisch inklusiv. Ja, und in Zusammenarbeit mit unserem How We Care Konzept haben wir auch Hand in Hand unsere Wave of Change. Das ist ein verantwortungsvolles Tourismusmodell, was wir schon vor Jahren ins Leben gerufen haben und was uns auch ganz besonders am Herzen liegt, wo wir aufgegliedert haben in drei Säulen sozusagen. Also drei Hauptpunkte, die wir sehr, sehr im Auge haben. Und zwar ist das einmal die Reduzierung des Kunststoffverbrauchs, dann der verantwortungsvolle Konsum von Fisch- und Meeresfrüchten. Also das spiegelt sich natürlich dann automatisch auch in unserem Gastronomiekonzept und unseren Restaurants wider. Und natürlich die Verbesserung der Küstenabschnitte, Sauberkeit der Ozeane. Und hier haben wir ja eine Besonderheit. Das Bild, was wir jetzt hier im Vordergrund sehen, das ist sozusagen unser Coral Lab, unser Korallenlabor in der Dominikanischen Republik, direkt integriert in unsere Hotelanlage, unser Iberostar Selection Barbaro Suites und dem Coral Level at Iberostar Selection Barbaro Suites. Hier kann man wirklich live erleben, wie unsere Biologin, die Macarena, entsprechend die Korallen wieder, die aus dem Meer geholt worden und die Farbe verloren haben, aufgrund der Meereserwärmung, Ozeanerwärmung wieder aufgepäppelt werden sozusagen und dann auch wieder in die vorgelagerten Griffe gesetzt werden. Ganz, ganz spannendes Thema und das auch wieder Hand in Hand mit unserer Initiative How We Care. Und jetzt würde ich sagen, wir legen mal los mit dem Programm. Programm geplant für 2022, Iberostar Hotels und Resorts mit Servicereisen Gießen rund ums Mittelmeer. Und an der Stelle würde ich dann auch kurz übergeben. Ja, vielen Dank. Iberostar und Servicereisen, wir arbeiten schon seit vielen Jahren zusammen. Das wissen auch sehr viele von Ihnen schon. Und durch unsere langjährige Partnerschaft haben wir wirklich gute Preise und Verfügbarkeit für Sie verhandelt, zum Teil auch mit festen Kontingenten. Ansonsten ist von Ihnen auch jeder Wunschtermin anfragbar. Wir geben das dann weiter und kaufen das dann für Sie ein. Auch Sonderwünsche ist gar kein Thema, also das klappt immer hervorragend. Sie wissen auch wahrscheinlich schon, dass unsere Zusammenarbeit und die Vorteile, die wir haben, da sind wir exklusiv als Paketer auf dem Markt. Das heißt, dieses große Angebot und diese Vorteile finden Sie eigentlich nur bei Servicereisen. Wo finden Sie denn jetzt die Iberostar Hotels in unserem Programm? Also natürlich Raum Mittelmeer. Darum geht es ja auch heute so ein bisschen im Schwerpunkt Spanien, Portugal, Griechenland. Aber auch, wie wir gerade gesehen haben, auf der Fernstrecke, das ist so mein Steckenpferd ein wenig, da auch Kuba, Mexiko und ja, wenn es dann wieder losgeht, bestimmt auch auf so der einen oder anderen neuen Strecke.
Ja, weiter auf die nächste Folie, genau. Wo sind denn jetzt die Hotels alle integriert? Also zum einen in Busreisen, in unserem großen neuen Ideenbuch, aber auch bei Flugreisen. Bei Busreisen zum Beispiel Mallorca, Algarve, aber auch Andalusien. Also da habe ich mal dieses Beispiel unten mitgebracht. Das ist eine erlebnisreiche Reise in den Süden Spaniens. Und dabei aber entspannt in dem Standorthotel Malaga Playa dann übernachten, sodass man von dort aus per Ausflug alles in Ruhe ansehen kann. Alle wichtigen Sehenswürdigkeiten und Kulturhighlights sind hier schon inkludiert, wie man sieht. Und 8 Tage gibt es hier schon ab 499 Euro. Bei Flugreisen haben wir Iberostar Hotels zum Beispiel auch bei Mallorca integriert, wie ich hier in diesem Beispiel mitgebracht habe. Da haben wir 8 Tage mit Halbpension im Iberostar Cristina ab 459 Euro. Auf Basis von 10 bis 14 Pax ist dieser Abpreis, den wir dort immer nennen. Das ist auch neu in unserem Flugkatalog 22, haben Sie aber bestimmt schon alle mitgekriegt. Größere Gruppen haben wir natürlich auch immer für Sie schon kalkuliert und ausgeschrieben, aber die kleinen Gruppen sind jetzt sozusagen im Abpreis immer für Sie vorhanden. Ja, wo noch? Also Mallorca haben wir natürlich, Flugreisen ganz groß, aber auch auf Ibiza arbeiten wir mit Iberostar Hotels bei unserer Reise zusammen, bei Andalusien, die Kanaren mit Teneriffa und Lanzarote und Kreta. Ja, und welche Hotels das genau sind, das kann jetzt die Katrin weiter erzählen. Vielen, vielen Dank, sehr, sehr gerne. Ja, wir starten gleich mal mit dem Cristina. Wir haben es gerade eben schon gehört und ich fand den Slogan ganz, ganz toll. Und den ihr gewählt habt für das Cristina, ruhig, entspannt und erlebenswert ins Cristina. Die Lage direkt an der Playa de Palma, sprich bedeutet natürlich für den Kunden auch keinen langen Transfer, was natürlich großartig ist. Für welche Klientel ist das Hotel? Also grundlegend durch die Bank weg. Wir haben hier die Familien mit Kindern sehr herzlich willkommen. Wir bieten unser Starcamp für die Kids an. Also das heißt, unser exklusives Animations- Unterhaltungsprogramm für die Kinder in den 3 Altersstufen mit themengerechten Angebotsmöglichkeiten. Und ja, von daher auch für Sportaktive ein großartiges Hotel. Also wer ein Stückchen weit sportbegeistert ist, wir haben hier im Cristina Tennisplätze. Wir haben das Paddle-Tennis, was immer besser angenommen wird. Aber natürlich auch für den Urlauber, der einfach nur relaxen möchte für den Kunden, unseren tollen Wellness-Spa-Bereich, unser Spa-Sensation mit dem Hallenbad. Auch eine ganz, ganz großartige Sache, gerade wenn man jetzt in den Frühjahrs- oder Wintermonaten unterwegs ist, sprich auch zur Mandelblüte, habe ich was mitbekommen, wird das Cristina auch angeboten. Genau. Und das eignet sich natürlich da besonders. Die Lage, ich habe es gerade schon gesagt, also gigantisch. Man geht aus dem Hotelbereich hinten einfach nur raus, die Promenade entlang und ist dann direkt an der kilometerlangen Promenade von der Playa de Palma, die natürlich einlädt für die tollen Strandspaziergänge, für das Radfahren auch, also zu dem Thema Radfahrer hier auch noch. Wir haben da Einrichtungen für die Radfahrer direkt in unserem Hotel, auch die Fahrradunterstellmöglichkeiten, das wird auch häufig angefragt, also an der Stelle auch vorgesorgt. Also wir bieten Radreisen und Wanderreisen natürlich nach Mallorca an und da kann das dann auch jederzeit integriert werden. Ja, sehr, sehr gerne immer hinzufügen, was das Programm angeht, ist ganz, ganz wichtiger Punkt. Vielen Dank an der Stelle. Ja, und vielleicht auch nochmal zu den Zimmern. Wir haben die Zimmer vor Jahren schon komplett renoviert. Zimmerkategorien im Cristina sind die normalen Standard-Doppelzimmer. Wir bieten aber auch Familienzimmer an und entsprechend, das Thema wird ja auch immer gefragt, da Handicap, also das heißt behindertengerechte Reisen oder auch entsprechend, wenn die Kunden einfach nur eine Gehbehinderung haben, dass hier auch Vorsorge getroffen ist und diese Zimmerkategorie selbstverständlich angefragt und gebucht werden kann. All inclusive wird angeboten und zu den Einrichtungen habe ich ja vorhin schon einiges gesagt. Wir gehen dann gleich mal rüber auf die Nachbarinsel und zwar nach Ibiza. Auch hier wieder der Slogan,
Stil, echt und exklusiv, habe ich mir notiert. Fand ich auch ganz sehr gut. Ibiza steht natürlich für den Jet Set, für die weißen, tollen Gebäude in Ibiza-Stadt, aber natürlich auch für Lebensfreude, Flair, die Hippie-Märkte, also ganz, ganz was Tolles. Aber da bietet ihr ja wahnsinnig tolle Ausflugsmöglichkeiten und Pakete an für die Kunden, die dann vor Ort sind. Wir haben hier unser Iberostar Selection Santa Eulalia, direkt oberhalb von einer Badebucht. Und wie man schon ein klein bisschen erkennen kann, toll integriert in die Pinien, grandioser Ausblick und Kategorie hier Adults Only. Also das heißt, ein Hotel an der Stelle nur für Erwachsene. Zimmerkategorien, auch wieder die Doppelzimmer Junior Suiten und exklusiv unser Star Prestige. Hierzu komme ich aber gleich auch noch. Und zwar Star Prestige bei Iberostar ist eine Kategorie, die auch im Vorfeld gebucht werden kann. Das sind Zimmerbereiche, die natürlich in einer ganz besonderen Lage sind. Das heißt, der Kunde, der die Kategorie Star Prestige bucht, hat alleinig mit seiner Zimmerkarte Zugang zu den exklusiven Bereichen. Wie wir es hier schon sehen, das sind entweder besondere Bereiche gleich oben auf der Dachterrasse, also perfekte Aussicht und grandioser Relax-Bereich. Dazu gehört eine immer grundlegend exklusive Sonnenterrasse, Bali-Liegen, Sonnenschirme, aber auch die Lounge mit dem oben Bar-Service, also den ganzen Tag über hier Getränke- und Snack-Service kostenlos mit dabei, privater Rezeptionsbereich und auch die ein oder andere zusätzliche Serviceleistung in den Zimmern, wie jetzt in dem Fall Kaffeeautomat, also Maschine mit den Kapseln und so weiter, die gefüllte Minibar zur Begrüßung. Also das an der Stelle nochmal zu dem Star Prestige Konzept und im Vorfeld buchbar. Gastronomie bieten wir hier an in Santa Eulalia auf Ibiza, einmal das Buffet-Restaurant und auch die tolle Snackbar, die wir hier sehen. Dann entsprechend die Möglichkeit, auch den Seaside Beach Club zu nutzen. Wir sehen hier gegen Aufpreis, das heißt im Star Prestige ist das mit inklusive. Das ist ein separater, toller Bereich, der vorne raus, der geht auf einem Steg ins Meer integriert. Also super tolle Lage. Und von hier aus hat man einen grandiosen Blick auf die Nachbarinsel Formentera. Ja, und dann kommen wir schon weiter nach Andalusien. Iberostar Malaga Playa. Typisch andalusischer Baustil, auch hier wieder durchaus geeignet für die Familien mit Kindern, weil wir wieder unser Programm anbieten, die Starcamp-Animations-Themenprogramme, aber natürlich auch dann wieder für den Kunden, der auch mal die Hotelanlage verlassen möchte. Das heißt, großartige Lage direkt an der Promenade und für den begeisterten Relax-Urlauber auch hier wieder der Wellnessbereich mit Indoor-Pool. Dieses Bild finde ich jetzt besonders passend. Man sieht hier wirklich direkt am Strand gelegen, an der Promenade gelegen, unweit auch zu sehen Sehenswürdigkeiten, Gibraltar, auch nach Nerja, also perfekte Lage auch für die Ausflügler. Und von den Zimmerkategorien auch hier wieder natürlich großzügig aufgestellt, von den Doppelzimmern auch hier angeboten Familienzimmer, Apartments, finde ich ganz, ganz interessant für die Familien, die auch gerne mal ein Apartment buchen möchten und durchaus auch für Langzeiturlauber, die dann sagen, nein, wir haben dann ganz gerne mal so ein bisschen Privatsphäre für uns und ja, hier dann die Zimmerkategorie Apartment möglich. Wir gehen an die wunderschöne Algarve. Hier haben wir unser 5-Sterne-Selection Lagos Algarve. Wie der Name es schon sagt, also es ist unweit vom Zentrum Lagos entfernt. War früher mal ursprünglich, bevor wir es übernommen hatten, ein Adults-Only-Hotel. Jetzt haben wir es auch für die Familien mit Kindern buchbar gemacht. Allerdings an der Stelle, wir bieten hier nicht das Starcamp für Kinder an und großartiges, großzügiges Animationskonzept. Aber wir sehen hier schon im Hintergrund, also die Lage ist einfach traumhaft. Wir sind hier vom Meer nur durch die Dünen und den Strand getrennt, sind etwas terrassenförmig angelegt bis rauf auf 6 Etagen. Und das lässt sich gleich nochmal ganz gut erklären. Wir sehen hier eine von 4 Poollandschaften und wir haben hier einen U-förmigen Bereich.
Zimmerkategorien Doppelzimmer Superior. Wir haben hier wieder das Star Prestige Konzept, was wir anbieten. Und wir haben auch eine Besonderheit in unserem hinteren Gebäude, in unserem Hauptkomplex, denn hier befindet sich auf der 6. Etage die Zimmerkategorie Junior Suite mit eigenem Poolzugang. Also ganz, ganz toll. Und oberhalb des Restaurants, welches sich auf der 4. Etage befindet, haben wir auch nochmal einen separaten Lounge-Bereich für alle Gäste zugänglich mit einem grandiosen Ausblick direkt aufs Meer. Das heißt also hier wirklich eine fantastische Lage. Zu empfehlen auch, was man machen kann, wir haben hier eine Bahnschiene. Die ist auch zwischen dem Meer und dem Hotel. Keine Sorge, wir werden häufiger darauf angesprochen, ob das in irgendeiner Weise eine Beeinträchtigung gibt. Nein, die gibt es nicht. Die Bahn wird aber natürlich ganz gerne genutzt, und zwar um Ausflüge zu machen in die nähere Region oder dann natürlich das Zentrum oder zum Zentrum von Lagos. Ist sehr, sehr gut angenommen. Ja, was auch noch interessant ist, wir haben hier für die Golfer ein Angebot. Also es gibt hier mehr als 40 Golfplätze in der naheliegenden Umgebung. Und seitens Iberus, da bieten wir natürlich auch hier, wenn die Nachfrage sein sollte, auch Golfpakete an. So. Wir fliegen auf die Kanaren, auf die Insel Lanzarote, unsere Vulkaninsel. Unser Iberus Star Selection Lanzarote Park. Ich werde mich jetzt gar nicht so lange an diesem ersten Bild aufhalten, denn interessant ist eigentlich der Hinweis für eine Erklärung, was ich gleich zeige, was es nämlich eigentlich ausmacht. Und zwar, das Iberus Star Selection Lanzarote Park ist von dem bekannten Cesar Manrique konzipiert worden. Ist ja ganz, ganz bekannt für den Baustil auf Lanzarote, die Besonderheiten, dass wir nicht höher als 4 Stockwerke bauen dürfen, grundlegend auf der gesamten Insel. Und man sieht hier vorgelagert so ein bisschen das Vulkangestein und oberhalb dann unsere 3 Ringe, die unser Hotel darstellen. Also in dem ersten vorderen linken Ring befindet sich sozusagen die Kategorie Star Prestige. Also alle Zimmer, die sich hier befinden, sind der Kategorie Star Prestige zugeordnet. Und auch das Verbindungsstück, was wir nach vorne sehen mit dem 2. Ring, sind ebenfalls die Junior Suite Star Prestige Mehrblick. Der 2. und 3. Ring, hier haben wir dann die Kategorien Familienzimmer, aber auch die normalen Standard-Doppelzimmer, Doppelzimmer Mehrblick, das Ganze so ein kleines Stückchen weit gemixt. Das heißt, hier wird auch für den Urlauber unheimlich viel geboten, sei es die Familien, sei es aber auch die Kunden, die sagen, exklusiv Star Prestige, Erwachsene unter sich haben hier so ein bisschen ihren eigenen Bereich. Und ja, Animation wird natürlich wieder geboten, auch hier wieder das Starcamp für die Kids mit dem kleinen Aquafun-Park. Die Lage direkt an der Promenade lädt zu Strandspaziergängen ein. Und der nächste Strand, die Playa Flamingo, ist ca. 10 Gehminuten hier von dem Hotel entfernt für den Kunden, der sagt, super tolle Lage, aber wir möchten halt doch auch ein klein bisschen Strand haben. Der befindet sich in der naheliegenden Umgebung, also dafür ist auch gesorgt. So, ja. Toller Ausblick, ist ja auch mal eine ganz, ganz gefragte Sache, dass die Kunden sagen, wir möchten auch gerne zum Essen draußen sitzen, nicht nur im Innenbereich, im Restaurant, ist hier geboten, ist hier möglich. Und noch eine zusätzliche Besonderheit zu unserem Buffet-Restaurant, wir haben unser Foodtruck-Konzept hier im Lanzarote Park inkludiert, also das heißt, wir haben hier diese typischen bunten Foodtrucks aufgestellt tagsüber und im Rahmen von All Inclusive darf man sich hier bedienen. Da gibt es dann Hotdogs, da gibt es Eiscreme, Crepes und an der Stelle kann man sagen, also nicht nur die Kinder finden das großartig, also auch die Erwachsenen sieht man da durchaus gerne an den Foodtrucks sich bedienen. Wir gehen rüber auf die Nachbarinsel Teneriffa. Nach wie vor großartige Insel für den Kunden, der natürlich unternehmungslustig ist, für den Wanderurlauber, auch für den Golfer. Die Kombination, die wir auch seitens Iberus dann natürlich aufgrund unserer vielen Hotels anbieten können von Nord und Süd. Wir sind jetzt hier im Süden in unserem Iberus Star Bougainville Playa, All-Inclusive-Konzept, Richtung Costa Adeja, also auch hier wieder keine langen Transferzeiten. Dieses Hotel finde ich auch besonders toll vom Charme. Und zwar ist es terrassenförmig wirklich leicht in den Hang gebaut, auf mehreren Ebenen. Man hat hier einen grandiosen Ausblick, wie man sieht, auf mehreren Etagen. 2 große Poollandschaften, oberhalb der Badebucht Playa de Bobo.
Das heißt, direkten Strandzugang, wenn wir hinten aus der Hotelanlage rausgehen, aus dem unteren Bereich und sind auch sofort an der Promenade, wo wir kilometerlange Strandspaziergänge machen können, auch Richtung Playa de las Americas, unweit vom Hafen entfernt, wo dann natürlich auch die Ausflüge starten per Katamaran, Whale-Watching und so weiter. Ja, Golfmöglichkeiten auch hier von unserem Hotel aus buchbar. Golfpakete für Teneriffa, die angeboten werden. Und was wir noch neu integriert haben, jetzt im letzten Jahr, einen riesengroßen Aquafun-Splash-Pool wieder für die Familien mit Kindern. Aber an der Stelle nochmal, wenn ich so oft Familie mit Kindern und Starcamp erwähne, natürlich haben wir auch hier wieder exklusive Bereiche und nicht nur für die Familien, sondern auch hier wieder unser Star-Prestige-Konzept oben auf der Dachterrasse. Also auch für den ruhesuchenden und erholungssuchenden Urlauber ist hier im Iberostar Bougainville Playa was geboten. Und wir haben es eingangs schon kurz gehört, Griechenland steht jetzt demnächst durchaus mit auf dem Programm. Hier sind wir vertreten auf der wunderschönen Insel Kreta mit unserem Iberostar Kreta Marine und dem Iberostar Kreta Panorama Mare. Ich habe hier noch keine Bilder mit integriert in die Präsentation, weil es ist noch ganz, ganz neu. Dass wir hier ins Programm von Servicereisen mit aufgenommen worden sind. Wir haben es vorhin schon gehört, also wie gesagt, alle Hotels, die ich hier vorstelle, sind im Portfolio und werden angeboten in Verbindung mit den Reisen von Servicereisen Gießen. Unsere Hotels auf Kreta sind landschaftlich einfach ein Traum. Also ich durfte mich im vergangenen Jahr selbst kurz davon überzeugen. Es hat den Charme und das Flair eines griechischen Dorfstils. Das heißt, die beiden Hotels gehen praktisch ineinander über. Einmal das Kreta Marine, wo ich jetzt durchaus sagen würde, für den Kunden, der zu zweit reist, also Paare jeglichen Alters, das nicht heißt, es ist nicht familienfreundlicher, aber mehr Programm und mehr, ich sage jetzt mal, Angebot und weitläufiger die Anlage dargestellt, findet man dann im Iberostar Kreta Panorama und Mare schon allein von der Poollandschaft. Beide sind oberhalb der Badebuchten angelegt. Was man an der Stelle wissen muss, es ist jetzt kein feiner Sandstrand. Wir wissen, die griechischen Inseln haben durchweg Sandkiesstrand. Wir haben den direkten Zugang zum Meer und zu den Buchten. Wenn der Kunde einen kilometerlangen Sandstrand sucht, dann hat man hier die Möglichkeit, wir haben direkt vor unseren Hotels die Bushaltestelle, wo man dann mit dem Bus in die nächstgelegene Region fahren kann, also maximal eine halbe Stunde und dann ist man an dem Sandstrand Badebuchten Richtung Retimnum. Also von daher da auch tolle Möglichkeiten. Wir bieten Übernachtung, Frühstück, Halbpension und auch All-Inclusive an und wie gesagt, landschaftlich und vom Flair in der Hotelanlage war ich ganz, ganz begeistert und es wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich hier vor Ort gewesen bin. Wir haben noch Iberostar Horizons ganz, ganz neu in diesem Frühjahr ins Leben gerufen. Was ist das? Und zwar ist das unser Kundenbindungsprogramm. Wir sagen, die Kunden, die schon des Häufigeren mit Iberostar gereist sind oder bei uns in den Iberostar Hotels gewesen sind, da werden wir automatisch einfach die Hotelnächte in den Hotels, in den einzelnen Urlaubshotels anrechnen. Das erfolgt, wie gesagt, automatisch beim Check-in und der Kunde wird dann automatisch in Levels, in Kategorien eingestuft, in 4 Kategorien. Und die Bedeutung ist hierfür einfach, dass wir sagen, wir möchten da ein Loyalty-Programm, wir möchten, dass der Kunde bei uns, bei Iberostar auch nach wie vor seinen Urlaub verbringt und er profitiert dann vor Ort von besonderen Dienstleistungen, Serviceleistungen, Upgrades, die wir dann entsprechend bei Ankunft für den Kunden vorbereitet haben. Dann auch noch unser exklusives Treueprogramm von Iberostar für die Reisebüros, unser Iberostar Star Agents, sehr bekannt. Und natürlich unsere Facebook-Seite, wo wir im Austausch sind für Fragen, Rückfragen seitens der Iberostar Hotels und Resorts. Ja, und an der Stelle darf ich mich eigentlich schon bedanken für die Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn wir Fragen haben im Chat, wenn Rückfragen aufgetaucht sind, wenn vielleicht die ein oder andere Info, die ich an der Stelle nicht erwähnt habe, zu den speziellen Hotels im Programm von Servicereisen, wir an der Stelle vielleicht nochmal aufgreifen können. Sehr, sehr gerne.
Also einen Chat haben wir. Ich weiß nicht, ob du ihn siehst, Katrin. Ja, ich schaue gleich mal raus. Wie sieht es denn an Hotel auf dem mit der Busgestellung aus, genau. Also wo kann der Bus stehen, ist wahrscheinlich gemeint. Also die Hotels, die wir integriert haben in unseren Reisen, da ist das kein Problem. Da ist die Info auch immer bei uns zu erfragen oder steht auch in Ihrem Angebot. Aber vielleicht kannst du auch noch was dazu sagen. Der Bus hat ja schon immer Platz. Also ihr habt ja so große Parkplätze. Richtig, richtig. A, gibt es immer die Möglichkeit, auch angefangen Thema Mietwagen ist das eine, haben wir auch immer Möglichkeit für die Kunden, dass ausreichend Möglichkeiten sind, einen angemieteten Mietwagen zur Verfügung zu stellen. Aber hier natürlich speziell das Thema Bus, selbstverständlich, ist hier auch ausreichend Möglichkeit. Das sind jetzt nicht unbedingt immer je nach Region und je nach Hotel überdachte Plätze, aber die Möglichkeit ist gegeben, selbstverständlich. Genau, und die meisten sind, glaube ich, auch kostenfrei, wenn ich das jetzt alles so im Kopf habe. Das kommt aber auch ganz drauf an, aber wenn ich es jetzt nicht besser wüsste, ich glaube, die sind fast alle frei. Ja. Sonst noch eine Frage? Ich wollte es gerade sagen, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt sind wir da, können alle Fragen beantworten. Sei es Gastronomiekonzept, wie gesagt, da sind wir ja gut aufgestellt oder natürlich auch die einzelnen Zimmerkategorien, die angeboten werden. Ja, du hast es vorhin kurz erwähnt noch mit dem Thema Karibik. Wir sind zwar jetzt hier im Mittelmeerraum gerade mit unserem Thema, aber zur Karibik, Mexiko, Kuba, natürlich auch hier ganz tolle Angebote, die ihr habt. Und ich habe es vorhin noch kurz mit eingespielt, die Dominikanische Republik, vielleicht ja auch mit dem nächsten im Programm. Genau, und auf Kuba haben wir nicht nur als Strandübernachtung im Anschluss, als mögliche Verlängerung, sondern auch in den Stadthotels in Havanna. Ja, also da auch da ist das Iberos, da kann damit gebucht werden. Ansonsten gruppentauglich sind sie alle, auch wenn jetzt immer was gesagt wurde zu Familien oder zu Prestige. Also alles gruppentauglich, die ganzen Gruppen, die zurückgekommen sind, sind mehr wie happy. Es gibt auch natürlich Meetingräume, je nachdem, was für Kunden für genau, welche das wollte ich gerade noch erwähnen, ganz genau. Also Meetingräume so gut wie in allen unseren Hotels, sei es in Christina, sei es gerade speziell auch auf den Kanaren, Stadthotel, weil wie gerade erwähnt wurde, auch in Havanna, auch hier ist die Möglichkeit geboten mit großen Kapazitäten. Die Lage beider Hotels in Havanna im Zentrum, also einmal unser Park Central und einmal auch unser Grand Packard. Ich kenne sie beide persönlich. Auch hier fußläufig eine perfekte Lage, wenn man mit der Gruppe unterwegs ist und man sich das ein oder andere Mal auch dann frei bewegen möchte und ein bisschen Freizeit zur Verfügung steht. Also super zentrale Lage, sei es zum Zentrum, sei es zum Kapitol. Also dahingehend sind wir da wirklich in einer perfekten Lage direkt im Stadtzentrum von Havanna. Ich glaube, es ist noch eine Frage gerade im Chat reingekommen. Nein, es ist das, was wir auch alle ganz enorm haben. Wir haben alle Fernseh. Wir wollen alle raus. Und solche Bilder verschimmern das. Das ist richtig. Ja, aber an der Stelle, das Positive ist ja, wir können reisen, wir dürfen reisen. Oh, da bin ich ja jetzt wirklich einfach nur absolut überwältigt, muss ich sagen. Die Aufklärung letztendlich, na, aber da seid ihr ja top. Also das heißt von daher, das ist ja die große Wichtigkeit momentan noch, dass dieser wahnsinnige Beratungsaufwand da ist. Aber da ist man ja bei euch an perfekter Adresse und Stelle entsprechend. Und durch diese grandiose Planung und Zusammenstellung der Gruppen ist der Kunde ja auch sicher und gut aufgehoben und betreut. Ne? Vor Ort dann auch. Vielen, vielen Dank. War eine tolle Präsentation. Ja, wir haben jetzt Fernweh. Du auch? Fernweh. Harry, hast du auch Fernweh? Ich bin so Fernweh, sorry, eben hat er meine Kopfhörer ausgeschaltet. jedes einzelne dieser Hotels und Resorts würde ich sofort bereisen, das kann ich gerade so sagen. Ich melde mich im Anschluss dann an die Veranstaltung bei Info. Wow. Jedes Mal wieder halt von Iberostar die Präsentation, absoluter Hammer.
Vielen Danke Dank. dafür auf jeden Fall, für die viele Arbeit, Ich hoffe, Claudia. ich Vielen konnte Dank auch dir. Eindrücke vermitteln. Und wie gesagt, es war jetzt eine relativ kurze Präsentation vom Bildmaterial. Aber wie gesagt, ich denke, man konnte einen ganz guten Einblick in die Hotels bekommen. Wie wir es gerade schon gesagt haben, die Möglichkeiten sind gegeben, nicht nur für die Familien, sei es für die Alleinreisende. Thema vielleicht auch noch selbstverständlich, haben wir grundlegend auch immer, weil ich vorhin Doppelzimmer gesagt habe, die Kategorie Doppelzimmer zur Alleinbenutzung für die Alleinreisenden, Mitreisenden, die Gruppen buchen. Also von daher auch da natürlich auf Anfrage alles möglich. Gut. Dann sag einfach Danke, wunderbar und tschüss. So, Fragen sind keine mehr da. Danke nochmals an alle Beteiligten und wir sehen uns gleich wieder um 16 Uhr für die Steiermark. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Ciao.